Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT. TTT. Ali, hallo. Mit den Leuten, die immer bei TTT dabei sind. Oh, jetzt hat es geklingelt. Schade. Christian ist Trader. So irgendwie sehr offen hier, oder? Das heißt, wenn man jemanden, also wenn man Trader, ja, okay. Irgendwas sehr offen hier. Wo kommst du denn? Wir machen das jetzt. Ah, verdammte Scheiße. Das ist jetzt unangenehm. Du bist Traitor, ne? Du wirst jetzt Christian töten, dann werde ich dich töten. Das ist okay, oder? Ja, jetzt der Plan geht nicht mehr auf. Und ich sage nicht, ob ich Traitor oder Innocenter bin. Ich sag gar nichts dazu. Musst du jetzt erstmal shoppen gehen, Jules? Nein, vielleicht. Warum bist du weggegangen? Du hast gemacht. Weil ich C gedrückt habe. Entweder ich hab's gemacht oder ich hab den einfach unten am Boden gefunden. Du hast ihn gar nicht aus dem Schornstein. Ich habe C gedrückt, damit das Traitor-Menü hochkommt und ich mir eine Waffe kaufen kann. Also der im Schornstein müsste immer noch da sein. Wenn der immer da drin ist, der da wahrscheinlich Okay, sehr gut. Andere Frage, aus welchem Spiel ist das hier? Vorsichtig. Ich bin untergefallen. Das hat nicht gut funktioniert. Also die Jungs, für die Leute, die gerade sehr verwirrt sind, also Sebastian, ach Quatsch, Sebastian, Sven und Bram probieren gerade. Sind die Traitor? Ich hab jetzt Bram, Mann! Warte mal, ich möchte anstoßen. Mit dem, den ich gefunden habe. Da ist noch einer, Peter, hinter dir ist noch einer. Ja, Jules, komm. Nein, noch einer. Hier in dem Turm drin. Ja, der ist dann für Sven. Ich hab ja schon einen. Ja, geh die Treppe hoch, hinten, genau auf der gegenüberliegenden Seite von mir in dem Fenster. Also, was machen wir jetzt damit? Ja, anstoßen oder nicht? Ja, nee, wo kann man die. Damit kann man doch bestimmt was machen auf der Map, meinst du nicht? Oh, oh mein Gott. Warte mal. Ja, das gleich. Guck mal so. So wie du jetzt sitzt, ist perfekt. Nee? Mal hier. Ist das eigentlich aus irgendeinem Spiel, diese Map? Guck mal, die Türen gehen nicht auf. Man sieht deine Pistole rausgucken. Aber jetzt sieht man nix. Kann man die nicht sehen? 1A verstecken. Okay, das ist funny. Gibt es irgendwo eine Brauerei oder so, wo man die hinlegen kann? Es gibt einen Untergrund. Gibt Untergrund? Ja, ich habe gerade so einen Krug gefunden, den habe ich ins Wasser geworfen. Boah, ich bin so gespannt, was jetzt, wann der erste losschreit und nichts mehr sagt gerade, ne? Hier runter? Warum? Recipe for Disaster. Ja, hier runter. Okay. Nein, da auch nicht. Kann man hier. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Hallo. Hoppala, nein, hoppala. Tut nicht. Ich hab aus Versehen geklickt. Oh mein Gott, Alter. Wer war das von euch? Peter oder Jeff? Peter. Peter, Alter. Wir laufen aber weiter, Sven. Okay. Ja, das steht da was links und gerade noch. Oh, Peter, ich kann nicht mehr aimen. Ja, warte mal. Okay, ja. Du bist dead. Wir tun jetzt nicht so, als wenn hinter uns die ganze Zeit die Leute alle Asi abgeschossen haben. Peter ist tot. Egal. Aber vielleicht sterbe ich gleich. Wir haben Bier. Ist noch eine Kiste? Peter, dass du da auch nicht mitspielst, ne? Auch mal geil. Ja, vor allem sieht er halt auch. Vor allem darf man doch. Seit wann darf man denn aus der Nähe hier Dinger zünden? Ich dachte, der hat Nahkampf Thomas gezündet. Ich dachte, das wäre so eine Ehrenregel, dass man das nicht macht. Mal so. Da, weil das ist ein Agreement. Ja. Hier ist noch ein Krug. Agreement. Ja, ich weiß, das ist der andere Traitor. Ich bin keiner. Ich bin doch mit Sven hier rum und versuche gerade rauszufinden, wie man damit macht. Sollen wir hier hoch oder willst du weiterlaufen? Und keiner weiß, wo ich bin. Im besten Traitor-Versteck aller Zeiten. Auch wenn man hier Satan beschwören kann, scheinbar. Das ist doch jetzt belastend. Wer ist denn der Detective? Ich, Sven. Hallo. Kannst du Heilung besorgen? Bestimmt. Boah, das ist doch so belastend. Das ist mein Hund. Du hast den tot gemacht, wa? Ja, ja. Hier liegt übrigens noch ein Toter. Es riecht nach faulen Eiern. Oh, wer ist noch tot? Wenn Jules der Letzte ist, dann ist Jules Trader. Wen habe ich noch umgebracht? Der hat vorhin alles ausgewürfelt, oder hat er sich sofort bewegt? Dann ist hier ein Toter, dann ist hier ein Boom-Buddy. Okay. Den einer von den Sepp oder Juice. Nee, das ist keine Boom-Buddy. Fass ihn mal an. Sollen wir die Wände der ist im Hof. Ja. Wie kann ich denn jetzt hier bitte überleben? Ich habe ein bisschen Angst allein. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich würde gerne meine Mates finden. Ja, Sepp und Jules sollen sich einfach töten und der andere ist der Trailer. Ja, aber das hilft mir jetzt hier auch nicht, da werde ich trotzdem sterben. Ja, so einfach. Mann, das klingt idiotensicher, diese Lösung. Nein, das ist aber wirklich so. Wir haben Wichtiges zu tun. Ja, wir haben Wichtiges zu tun. Einer von euch beiden ist halt Trader und der andere. Entweder ist das Spiel dann sofort aus oder. Da oben sitzt irgendwer. Ja, nee, das bin ich. Sven. Weißt du, wo Jules ist? Nö. Niemand weiß, wo Jules ist. Er ist in einem Trader versteckt. Er ist die ganze Zeit da mit seinen komischen Items da am Schild. Meinst du, in der Beschreibung der Map steht drin, was man damit machen kann? Wahrscheinlich gar nichts. Scheiße, wo ist mein Krug hin? Du hast deinen Krug verloren. Da vorne. Ich gerade noch. Ja, hier ist haben wir da. Nee. Okay, ab da hoch. Mal hier. Ja, das bringt uns, glaube ich, nichts. Wie heißt die Map denn? Bier.
Feinschaschlik City. Für Peter. Achso, nee, so heißt die Map. Ist das der Feinschaschlik, ja, heißt das. Feinschaschlik für was? Ich habe hier so eine Leiche gefunden, aber... Ja, da würde ich nicht dran gehen. Dann geh da dran. Der hat Julius da gesetzt. Hinterher. Da hinten kann man noch hoch. Ja, mach mal. Ja. Ah, ich... Aber wir werden jetzt gleich eh sterben, weil es 10 Sekunden von noch, ne? Ne, ich bin doch weggegangen. Oh, warte mal. Was seid ihr? Wenn, dann schieße ich auf Jules. Meine Freunde. Ach, cool, das geht ja wirklich. Bitte lasst mich am Leben. Achso, lol. Ganz, okay, Sven. Man hätte doch einfach die Scheißtreppe nehmen können. Ich hab meinen Krug verloren. Nein, der Krug! Der Krug der Weisheit. Wäre der Krug in einem Zug. Oh, nein, das ist Jay. Okay. Was denn? Ja, ich wusste Krug, nicht, wer Zug. Du bist. Ich sehe dich. Nein, muss mein Krug hin. Ja, der ist runtergefallen. Nein, der ist ganz runtergefallen, Alter. Nein. Bist du runtergeschossen? Ich find's so spannend, dass doch Leben. Alle von euch reden gerade. Ja, du bist alle. Du oder Sven Arndt halt. Jules findet uns wahrscheinlich einfach nicht. So eine neueste Geschichte. Sven, ich bin ganz unbeil. Ich bin wieder bei den Pilzis. Eine Bombe geplantet oder so. Also ich sag mal so, ich bin ehrlich, ich habe diese Runde auch die langweiligste Perspektive von allen. Bist du an dem Schloss vorbeigesprungen? Ich bin noch hier in der Mitte von dem... Sven, hast du jetzt Leben? Ja, komm doch ran. Hinter dir ist Sepp, der wird uns gleich killen. Ich werde sterben. Nee, doch nicht. Wieso? Ah! Aua, Sepp schießt. Au. Aha. Ich wusste, dass es Sepp ist. Ja. Ich hab gewonnen. War doch klar, einer von euch beiden muss es sein. Ja, ich hab Jules nicht gefunden. Ich wollte Jules töten und dann mit einem Manipulation Knife ihn als Trader machen. Als vorbeigerannt sein in der Kiste, hab ich einfach da reingesetzt. Ja, das hat wir sogar beobachtet. Aber dass die Thomas Engine nicht getroffen hat, hat mich verwirrt. Ja. Wie heißt denn die Map nochmal, Peter? Ach, Peter. Thomas. Weiß ich nicht. Die war automatisch ausgewählt. Ja, aber hätte sein können, trotzdem weiß, wie der heißt. Nee, mein Schaschlik für Peter. Ich finde andere Burg Fotzenhobel. Ja, aber ich werde die unter dem Namen im Steam Workshop nicht finden. Doch, die heißt so. Ich finde eine andere Waffe. Bin ich jetzt hier gelandet? Okay. Die nehme ich. Das wäre geil. Daniel, wenn du gerade da bist, schreib mir mal in WhatsApp, wie die Map heißt. Ich will wissen, ob man den Bierkrügen macht. Ja, wofür ist denn oder gucken, was man damit macht. Kann ich? Wofür ist denn dieses Beschwörungsding im Keller? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden. Ja, Peter. Meinst du, da kann eine Leiche drauf machen? Wenn ich das machen würde, du würdest neben mich stehen, wäre ich schon wieder tot. Ja, aber ich bin innocent. Und unten bei diesem Beschwörungstisch im Keller kannst du halt einen Geist beschwören, der tötet die dann, aber du musst super nah dran stehen als Trader. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich gehe da mal nicht hin. Ja, ich gehe auch nicht guck mal da, geh doch mal da. Habt ihr mit den Krügen was gemacht? Weil hier sich auch da ist ein kleine. Ey, nichts Moment, wer ist denn? Sven, okay. Rechts von dir. Ja, lauf mal rechts weiter geradeaus. Da siehst du ein Portal auf dem Rücken. Guck dir halt mal genauer an. Auf dem Boden. Warte, bitte. Portal. Ich sehe hier ein Portal auf dem Boden. Ja, da ist ein Portal auf dem Boden. Da gehe ich nicht durch. Ich werde da nicht wieder drauf reinfallen. Guck dir das doch mal an. Was willst du von mir? Wolltest du da rein oder nicht? Nein, wollte ich nicht. Achso. Dann kannst du dich auch selbst wieder zulassen. Du bist die andere Seite davon. Hab ich verstanden. Oder Christian, guck dir das doch mal im Detail an, das Ding. Ey, ich guck mir das jetzt im Detail. Oh, geht nicht. Du hast doch was gerade durchgeworfen. Nee, du kannst nichts durchwerfen, leider. Oh, da wurde was benutzt. Okay. Ich hab da irgendwas gehört. Ja, das doch. Ich kann einen richtig abfucken. Oh mein Gott, nein, du hast wieder die Portal Gun? Ja, ich kann einen richtig abfucken. Ich werf meine Smoke, also ich kann mit Kuh einfach wegwerfen, wenn ich gerade, ne? Aber meinst du? Voll aufpassen, nicht, dass Jay auf einmal einfach so einem unter die Eier die Portal Gun schießt. Kannst du nicht so eine Kiste verschwinden lassen? Alter, hier gibt so viele Krüge, Bram. Ich glaube, es gibt viel mehr als die wir gefunden haben. Ja, das ist aber, da kann man ja wahrscheinlich irgendwas machen, oder meinst du? Nein, glaube ich nicht. Wir spielen diese Woche mit, diese Folge mit drei Traitern. Oh, ja, also ich bin tot. Ich habe Damage bekommen. Ich tick runter. Alter, du bist doch ein Detektiv. Ich hab die aber daneben gesetzt. Ich hab die nicht darunter gesetzt. Welcher Pisser hat mich angeschossen? Was hast denn du? Ist das Gift? Ich ticke. 53, 45, dann ist das wahrscheinlich Gift. 47. Gift, ja. Warum liegt... Ja, warum ist meine Portal Gun eigentlich gestorben? Freunde, es war schön mit euch. Ich gehe. Ich hab die genommen, Jay. Aber warum hab ich die verloren? Weil hier ist schon wieder einer tot. Ja, der Sven, der ist gegangen. Ja, Sven ist von uns gegangen. Haben wir so simpel ist die Geschichte. Du musst einfach nur gehen, ja? Peter, ich vertraue dir. Also gerade ist mein Euro auf Jay, wenn ich ehrlich bin. Ja, wirklich. Ich würde gerne wiederbeleben, aber ich kann nicht. Warum? Ja, weil du die unnötige Portal Gun gekauft hast, die ist mit der du einen getötet hast. Guck mal, so unnötig war sie dann ja. Oh Gott! Warum? Warum? Boah, hab ich voll erschrocken. Hä, warte mal. Oh, ich schnapp jetzt auf. Was ist das für ein Geräusch?
Das ist die Portal Gun. Nee, das ist aber belastet oder sowas. Ey, ich werde jetzt sofort sterben. Irgendwer hat mich angeschossen. Ah, guck mal. Wie geht das denn? Wieso sehe ich das nicht wieder? Das weiß ich nicht. Die Portal Gun, Jay. Fuck, ich brauche die ganze Zeit einen Shotgun in der Hand und renne vor Jay weg. Also von daher. Dann will ich wenigstens den Freitod. Oder Bram. Wo hat sich Bram versteckt? Was ist denn für eine Scheiße? Bram hat sich nicht versteckt. Bram ist im Keller. Nice, Jay. Jetzt hab ich dich umgebracht. Dankeschön. Warte, ich identifiziere dann mal. Nee, okay, du bist jetzt auch abgeknallt. Aber von wem denn? Ich sehe ja niemanden hier mehr. Ja, was sind denn wenn du das auch nicht bist, dann sind das Bram und Jules. Ich laufe einfach die ganze Zeit durch den Keller. Ich bin wirklich unangenehm. Hier. Was sagt der Traitor, Peter? Ja, ich bin innocent. Der Poison-Dude, der Poison-Dude hat eh nur 2 Schuss da drauf. Kommen da rein? Jules und Bram. Peter, wo bist du? Er hat mich versteckt. Das ist gut. Da, wo ich vorhin mit dir war? Nee. Okay. Wo denn? Da verstecke ich mich auch. Wieso ist das wichtig für dich, Jules? Naja, vielleicht will ich mich auch verstecken. Dann sollte man sich nicht an. Wenn der Trailer kommt. Ich glaube, da ist gerade noch jemand gestorben. Sepp, lebst du noch? Das ist jetzt belastend. Ja, ihr habt keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ihr beiden bösen Buben. Aber ihr habt bestimmt jetzt ein Radar gekauft und dann wisst ihr es. Wir müssen nicht leise sein. Ah, entschuldige, Peter, Sepp hier. Nein, nein, ich hab Jules so umgebracht, der war Traitor. Und Bram ja auch, ist das Problem. Hattet ihr denn noch jetzt genug Geld für ein Radar? Könnt ihr mir ja open sagen. Ne, ich hab eine Silenced M4 gekauft. Was jetzt im Nachgang ein bisschen dumm war. Ich will hier nicht. Ach Mann, ich falle mal runter, wenn ich irgendwie versuche. Und war das mit Bram? Ist er tot? Das müsstest du ja wissen. Wieso müsste ich das wissen? Weil er dein Kumpane ist. Mein Kumpane. Mein Kompagnon. Oh, das ist ein Problem. Ist egal. Hä? Das ist frech. Ich finde das sehr frech. Also bist du alleine jetzt, oder was? Ich weiß es halt nicht. Er sagt ja auch nichts, ne? Und das, also so viel verrät mir das Ding ja jetzt auch nicht am Ende des Tages. Neues Format. TTT verstecken. Das ist schlecht. Oh, schade. Ey, ich sag aber, wie ist das? Hättest du nicht gesagt, TTT verstecken, hätte ich nicht instinktiv nach oben geguckt. Na, scheiße. Geil, da kamst du nicht mehr weg. Nee, da kam ich leider nicht mehr weg. Und ich war die ganze Zeit so, fuck, ist mein Radar kaputt? Bin ich da hingekommen. Aber Jules, du wusstest doch, dass ich tot bin, wenn du Tab drückst, kannst du das sehen. Wirklich? Ja, schon ein bisschen in der Action, aber das steht ja auch bei Leuten mal länger nicht mehr gesehen. Und ich wollte das nicht verraten, falls du noch lebst oder so. Trader-Kollegen weißt du eigentlich immer, was abgeht. Ist das ist, okay, nee, das wusste ich nicht. Okay. Da steht dann nicht Missing in Action, sondern tot. Genau, Missing in Action steht da auch nicht bei Leuten, die du schon länger nicht mehr gesehen hast. Ja, so funktioniert das nicht. Nee, Missing in Action ist dead. Weißt du, Peter, jetzt wäre das wieder smarty gewesen, eine Secondary zu haben. Hättest du ihm einfach einen Deagle-Headshot ja, scheiße, umgehen. Ich hatte, glaube ich, sogar einen Deagle-Mann. Ach, doch mal, jetzt behalte ich aber mein Geld, um dann gleich auch mein Radar kaufen zu können. Habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Nee, ich bin leider verstorben. Runtergefallen, Bram, oder was? Bist du aber selbst gestorben oder hat dich jemand umgebracht? Du bist mich hat etwas umgebracht, ja. Du hast den Geist beschworen. Etwas falsch oder fast etwas Geistliches? Etwas. Ja, Sebastian? Du bist, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, dass du wieder Trader bist. Also, ja, aber ich weiß nicht, wie viel du Trader bist. Stimmt, aber ist das nicht bei jedem so? Ja oder nein? Nee, bei Jules ist die durchschnittliche Rate höher. Funktioniert Wahrscheinlichkeit so nicht. Ich meine, im Lotto zu gewinnen ist auch 50-50. Entweder gewinnst du oder nicht. Ich hab den Schaf hinterher. Da kommt ein Schaf. Wo kommt ein Schaf, Jules? Das ist ein Detektiv. Mir kam der Schaf jetzt so wahrscheinlich nicht, sonst hätte das direkt dich getroffen. Ja, das kann ich. Aber ich hab mir auch keinen Schaf aufgeschlossen. Aber nicht von da oben links? Ich habe mir diesmal ein Radar gekauft. Ja, das kam irgendwo oben links. Nicht. Kam, ich weiß nicht genau, das kam irgendwo aus der Mitte. Also Christian also Bram war da auf keinen Fall, der war vor mir. Du bist ja auch nicht. Ja, Bram hat das auch als erster angesagt und ja. Darauf geschossen. Könnte es Peter und Jay gewesen sein. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Ja, mich wahrscheinlich, weil er sich also kann von Jay gekommen sein, weil er hinten auf dem anderen Turm war. Oh, Christian, das ist nicht nett von dir. Christian hat mich gerade mit irgendwas da angedüdelt. Ist mich veralbern? Ich bin da dir vorbeigelaufen. Ja, und du bist kurz stehen geblieben.
Ja, ja, aber wer war das denn? Überlegt? Wer hat denn irgendwas wurde mich reingeschossen? Ich guck mir jetzt nochmal die. Hast du Leben Leiche verloren? An. Ja, ich hab 30 Leben verloren. Wieso bist du mit dem Dingens rumgelaufen, Sepp? Hä, aber wenn ich schieße, verlierst du mir 30 Leben, weil du stehst doch da, ich geb den Headshot. Oh Gott, schon wieder! Okay. Ja, du wirst einfach beschossen von dem Crossbow von Jay oder so. Mein Gott. Ja, du stehst die ganze Zeit neben mir. Ja, aber was hörst du denn doch? Das ist doch der Teil des Crossbow, Mann. Ja, Peter, ich verstehe. Peter und Jay, also okay, haben verstanden. Ja. Aber wie haben Peter und Jay mich jetzt angeschossen hier? Ja, der Jay steht wahrscheinlich irgendwo weit hinten. Der hat den Silence Crossbow. Okay, das war ein Jules, aber immerhin ist Jules jetzt still. Ne? Das ist auch schon mal viel wert, oder? Ja, das war wow. Schon sehr nett von dir jetzt an der Stelle. Ist das schon mal viel wert? Ja, weil der so verwirrt ist, der Junge einfach nur. Ja, aber wir haben noch hier. Das Einzige, was der gesagt hat in der ganzen Runde. Ja, warte. Ja, aber ich da, kann natürlich. Peter aber jetzt war, kommst du auch nicht wieder weg, ne? Ja, doch, bestimmt. Nee, da kommst du nicht wieder weg. Okay, dann nicht. Kommst du da weg? Nee. Wer hat denn da jetzt Fallschaden gekriegt? Warum hast du Fallschaden bekommen? Ich hab Fallschaden bekommen. Ach, schade, ich dachte, Peter hätte ein bisschen Fallschaden gekriegt. Das war aber nix, das waren 10 Schaden. Moment, wer ist denn da? Ram, ich bin hier, alles gut. Ja, das ist ja gut. Okay, die Eagle Flight Gun hat nicht funktioniert, kann ich sagen. Ey, die hat mir 10 Schaden gemacht, hallo? Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut, du hast doch getroffen. Wo ist denn Senior Coronis? Jay ist irgendwo hin. Ach, da kommt schon wieder so ein scheiß Schaf. Ach, der so oben sitzt der. Das war ja belastend. Der sitzt in dem anderen Schirm auf der anderen Seite der Brücke. Ja, das ist okay. Ist der gewesen. Immer noch? Ja. Nein. Scheiße. Also einen habe ich gekriegt. Alles scheiße, ey. Ups. Ja. Also, ich habe gar keine Peter Chance gegen euch. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, da gibt's ja Möglichkeiten. Wo ist denn Sepp gestorben? Der ist auch noch unconfirmed. Ist immer noch da oben? Ich bin so bad! Ja. Treff nix. Na, ja, ist richtig. Ich bin echt beschissen. Ich komme ja auch nicht mehr weg, ist das Problem. Kommst du nicht mehr von dem Turm mit der Leiter runter? Okay. Ja. Na dann. Das klingt wieder eine Lügenstimme. Oh Gott! Ja, noch habe ich dich gewonnen. Geschafft. Ja, dachte ich mir, weil der hat ja auch eine Leiter, der Ich habe aber eventuell gedacht, ich mach mal was Cooles, aber ich was cool. Wollte nicht wieder Best-of-Material machen. So, das war mir zu... Nee, das will ich nicht. Okay, Bram, wie machen wir das jetzt? Machen wir irgendwie ein faires One-on-One, oder? Was heißt denn faires One-on-One? Eigentlich ist das super unfair, ne? Ich hab nicht fair, nicht mehr so viel Leben, ne? Volles Leben, ich hab noch 9 HP, Alter. Wieso hab ich denn keine... ich hab keine Shotgun mehr, was soll das? Ah, da ist er wieder. Okay, wie machen wir das jetzt? Ja, die Problematik ist, du weißt wahrscheinlich, wo ich bin, ne? Soll ich jetzt noch Ah, Gott, hab ich hier voll verzogen! Alter, hab ich mich erschrocken! Hab ich mich erschrocken! Wo ich bin, oh mein Gott! Das muss ich auch Material machen, Mama. Alter! Sein Vater geschossen, ey. Das war du kannst Frage. Leute auch neutralisieren, indem du dir in den Waffe an den Kopf schmeißt. Genau. Alter, ich hab einfach aus Angst Kuh gedrückt, hab die Waffe weggeworfen. Boah, ist das alles bad, ey. Das geschafft, ey. Das ist das Schlimmste daran. Ja, du warst ja schon ziemlich weit runter. Ja, aber ich konnte dreimal for free schießen. Ich hätte auch einfach gewinnen können. Das war jetzt ein bisschen unangenehm. Ach ja, aber du hast ja trotzdem mal gewonnen, Jay, also. Ja. Also ich konnte auch mit nach lang anhaltender Recherche nicht herausfinden, wofür die Becher gut sind. Ja, wahrscheinlich sind sie ja schon als Prop da, oder? Ja, es gibt ganz viele, saufen. Weil zum Beispiel hier oben auf dem Kirchturm gibt es auch einen. Kann ich hier runter? Oder ja, der da mitten ja drauf krass. Steht. Ja, gibt ich ja auch manchen Maps so coole Gimmicks. Oh mein Gott, Gimmicks. Ich hab falsch dann. Wo bist du? Wo bist du? Komm zu mir. Ja, kann das Schallfahren? Hab ich die Tage schon mal gehört. Wo kam das her? Im Hof, okay, ich komm da. Ah, vielleicht gehen wir hin. War es aber nicht die Tage, ne? Oh Gott. Ich bin hier hinter dir, Christian. Lange her. So, wusstest du, pass auf, ich zeig dir das jetzt wirklich. Also, kannst du natürlich jetzt nicht vertrauen. Pass auf. Ja. Hoppala. So. Oh ja. Hier. Oh Gott! Ja. Okay, da kann ich nicht, aber du kannst hier hin. Also hier auf die, hier. Ah, du guck, wo ich gucke. Da, hä? Christian ist tot. Ich hab gerade den noch getroffen. Warte mal, wer mit wollte. Christian, wer wollte bei Christian sich heilen? Peter wollte sich, glaube ich, heilen. Ich, deswegen habe ich den gerade noch gesehen.
Also ja. Jay ist es auf keinen Fall. Okay, Jules wahrscheinlich. Ja, Jay und Kram habe ich auch gesehen. Die sind da vorne am Jawohl, oh, so und jetzt? Da runter. Oh. Sven, wo kommst denn du jetzt her? Sterbe ich doch, oder? Nee, von der auch. Leiche, ja. die da liegt. Von welcher Leiche, die da und liegt? Jetzt? Da, Christian. Aua. Okay, Sven kommt schon mal aus der Richtung. Peter, ja, ich wollte nur sagen, dass man hier hin kann. Ich bin instant nach unten gegangen, nachdem er mich geheilt hat. Das Problem, nice. Also, ja, okay. Das Problem ist, wenn du da unten hingehst von der Insel, da stirbst du. Ich glaube, Peter war es. Er hat sich schamlos ausgenutzt. Peter, ja, da hat er nicht. Oh, ich glaube schon. Willkommen jetzt. Dann hoffen wir mal, dass wir... Dass ich nicht gleich einfach von denen... Aua, ich bin abgeschossen. Nee. Was? Ich bin interessiert. Ja, du machst das schon, Sven. Ja, du machst das. Jules! Ah, okay. Aha. Aber pass auf, wir machen wenn einer rüber guckt, machen wir den weg einfach. Ja, okay, Jules ist guckt, tot. Den greifen wir an. Okay, nice. Du musst jetzt nur noch Peter machen oder wer auch immer der andere ist. Weil Jay und ich sind gefangen. Sehr gut. Wer ist tot? Sepp. Ja, Sepp, okay. Du bist der Letzte also? Was war das? Oh, das ist jetzt schlecht. Was ist das? Nichts passiert. Mann, was machst du da? Ich wollte eine Granate dazu, Peter. Warum schmeißt du die Granaten auf uns? Nein, da war nur mein Hinkumpel. Komm, ich will auch. Du bist auch nicht bereit! Alter. Also, Peter, ich sag's dir, wie es ist. Wir können nicht zu dir. Ja, ich hab eine Vermutung, wo ihr seid. Oh mein Gott. Der Kamerad hat geflogen. Der Kamerad hat geflogen. Ja, das Peter, ist jetzt ein Problem. Was kann ich mir denn holen? Du kannst einfach, guck doch einfach mal kurz über die Mauer. Nee, dann will ich ja, guck doch mal kurz über die Mauer. Da haben wir nur einen kleinen Lucker hier. Kein Interesse dran. Ein kleines Lückchen. Oh, das könnte funktionieren. Okay, dann probieren wir mal. Ja, guck gleich über die Mauer, macht einfach mit einem Schuss uns beide weg, weil wir so low HP sind. Einfach nur. Ich will auch gut, aber so Moves mit, das könnte funktionieren, das ist auch immer super. Peter, das war absolut richtig. Ich hasse dich einfach. Ich bin nicht der Einzige, glaube ich. Ich glaube, wenn du die Disco vor die Mauer geschmissen hättest, wären die beide weg gewesen. Ja. Sepp, wieso hast du dir so lange meine Leiche angeguckt? Ja, weil ich wollte gucken, ob da steht, wen du zuletzt gesehen hast. Ja, und? Stand da nicht. Die stand da nicht. Stark. Ich hab das also Christian, tut mir auch leid, dass du immer dich triffst. Ja. Also ich hab mir deine Leiche deshalb angeguckt, weil ich halt wusste, dass du das da eigentlich Moment stehen müsste. Kann man denn schlechtes Gewissen bei TDT, kann man doch kein schlechtes Gewissen haben. Ja, weil Christian ist immer irgendwie... Aber auch schöne Formulierung, mit denen habe ich zuletzt getroffen. Ja. Er hat mir mit der Shotgun wieder voll in den Kopf geschossen. Ich war direkt tot. Ja, das war ich hab ein Ey, Bram, ich hab einen neuen Bierkrug gefunden. Ja, wenn du mir das mal machen kannst, finde ich das impressive. Wär's, also den wirst du nicht kriegen. Wo bist du? Oh, ich kann nur eine Sache als Detektiv kaufen. Ich will an einem Ort, bei dem ich noch nie vorher war. Du hast nur einen Kauf, sozusagen. Dann hilft das natürlich nicht. Oh, Jules ist mal kein Trader. Nee, ich bin ausnahmsweise bei Detektiv. Ich glaube, ich habe den rum 50 Folgen, weil ich kein Detektiv. Das ist im Endeffekt wie Trader, nur dass du ein guter bist. Ja, hast Detektiv du eingestellt? War ich auch noch nicht. Du bist ein Böser. Was kaufe ich mir denn mit dem Detektiv? Am besten warte ich erstmal ab, um zu schauen, was passiert, Heilung, weil zum Beispiel so eine Heilung vielleicht nicht schlecht ist für alle. Ja, aber eine Portal-Gun oder dich wie Spider-Man runterteleportieren ist auch nicht schlecht. Von wem? Oben im Turm. Ich habe die Schüsse gehört sogar. Sven, Achtung, ich komme. Mal Christian ist hier. Da ist Sven, da ist Chris. Peter ist gerade an mir vorbeigerannt. Und die Wand kann man nicht kaputt machen. Okay, von wo wurdest du angeschossen? Ich habe dich in der Sekunde angeguckt, wo du angeschossen wurdest. What the fuck? Vielleicht hast du mich angeschossen, weil du mit deinem Fahnenkreuz auf dem Kopf warst. Nee, das war eine MP oder irgendwie irgendwo eine M4 oder so. Als Detektiv darf ich aber fragen, wer da geschossen hat, ne? Nimm mal ein Blutopfer. Hier ist Feuer. Ja, das habe ich da in die Wand geschmissen, weil die sah aus, als wenn man die kaputt machen könnte. Fällt mir nicht alles an. Kann man hier Sachen kaputt machen? Weiß ich nicht. Ist das hier wie Dark Souls? Nicht. Weiß ich nicht. Hallo Christian, ich bin Detektiv. Ich hoffe, ich muss nicht 1000 Mal gegen die Wand schießen. Ja, das ist mir klar. Denkt dran, Detektiv, der darf nicht erschossen werden. Hätte auf gar keinen ganz Fall. Ganz wilder versucht dich zu killen, Sven, weil das einmal kurz geschossen ist und ja, dann nie hat, wieder. Hat mir immerhin 50 Damage gedrückt, ne? Ja, okay, also, na gut. Vielleicht gibt es ja auch eine Waffe, die irgendwie oder eine 50-50 Chance, dass es Sepp ist, würde ich sagen. Ich würde sagen, 75% hat Sepp ist. Ja? Ich war doch nicht hinten auf deine 50 drauf. Christian, ist es! Christian, wo ist er? Ich höre ein Pferd. Eigentlich ein Schaf. Nur wen schreien hört gerade. Ich behalte mal Sebastian Lenzen im Auge. Der kommt mir irgendwie sus vor. Alter, Jules, jetzt geh doch mal Christian machen! Jetzt alle tot außer Christian oder was? Ich bin Nein, noch ich da. Lebe auch noch. Nein, aber Christian ist safe. Alle leben noch. Hier ist er. Da. Christian, lebst du noch? Voila. Nee. Ja, dass du da einfach so rangehst. Hast du da nicht Angst vor dem Christian ist es! Christian ist tot! Ach so, Jules! Da. Aber ich wurde von Jay abgeworfen! Das hat jetzt nicht geklappt. Okay, wo denn? Was ist das? Irgendwo im Hof. Ding mal.
Im Hof? Irgendwo, wo uns alle gerade hier umgehen. Oh Gott, wir werden teleportiert. Oh Gott. Warte. Jay ist im Hof. Au. Ich kann es auch teleportieren. Ich bin im Hof? Fick. Okay. Da ist einer gestorben, glaube ich. Ja, ah, ist der ist gerade hochgeflogen. Das ist aber jetzt nicht so gut gelaufen. Wieso kann ich? Ich dachte, jetzt. Hier, ich teleportiere uns auch einmal. Hey. Na super. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Sehr gut. Cool. Hat sich irgendwie nichts geändert. Okay. Nee. War eigentlich ganz okay. Aua. Nee, mach mal nicht. Doch, muss ich aber. Das ist meine Aufgabe. Ich kann nichts dafür. Oh, hier ist jemand gestorben. Okay, Sven ist tot. Nein. Ja, dann lass, wer also guck, wer den als letztes gesehen hat. Jay. Ha. Jay. Das ist aber dumm gelaufen. Oh, Enzo Amore. Wo seid ihr hier? Ich hab so Rohrwurm. Hey, wo? Au! Ich hab dich nicht gesehen. Von allen Seiten. Ich hab dich nicht gesehen, ey, scheiße. Bram, warst du das als Innocenter? Was? Ja. Echt? War. Oder ich glaube Jules. Nee, Jules kann das auch gewesen sein. Wer hat denn diese geile Gun gehabt mit der Saw? Die ich glaube, Jules hat die auf dich geballert. Ach, das war der Dislocator? Ja. Ja, ja. Nee, das war Bram. Ja, Bram, danke. Christian hat die fallen gelassen und ich dachte so, macht er denn ab auf Zettel? Damit hab ich Fehler gekriegt. Auf einmal geht der ab, die Schmitzkatze. Ich hab überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht, dass ich das jetzt war. Weißt du guckst mich auch noch die ganze Zeit an und ich dachte, boah, dieser scheiß Traitor, ne? Ja, ich hab mir echt letztendlich nicht gesagt, dass ich dafür verantwortlich bin. Problem ist, diese Klinge, die da rauskommt, die prallt immer an. Oh, voilà. Hallo Sven. Wieso bist du schon? Wieso hast du schon verletzt? Wird ja geheilt. Egal, ich bin El-Detektivo. Deine Waffe guckt in der Kiste immer raus. El-Detektivo. Oder die Bösewicht. Kein Schaden. Die Bösewicht anstarten. Wer ist denn so gut hier drin? Ja, erschrocken. Heißt das nicht Bösewicht in? Oh, was möchte ich haben? Hier sind, glaube ich, nur Bösewichte. Ich frage mich, ob das hier Gold ist in den Truhen. Mach mal schnell die Kiste wieder zu. Es gibt eigentlich nur eine Wahl. El-Detektivo-Party-Edition. Wer ist es? Das ist eine brennende Kiste. Bam, ich mach mal nicht, Jules. Let's go. Ich bin nur hier hochgekommen. Wir können uns ganz schnell rüber zur Insel porten. Mach mal hier an den Turm. Wir hatten die Truhe über mir zugebracht. Nee, nicht da oben. Bam! Oh. Boah, Alter. Weiß, Bram. Du bist so dumm, ne? Du bist so dumm, Alter. Ich habe mir gerade noch überlegt, Bram, ob ich gerne die Portal Gun hätte, aber danke, dass du mir die hier gelassen hast. Du bist so dumm. Also. Alter. Ja. Das gibt's doch nicht. Christian, lass uns beide das wieder. Ja, wo wollen wir denn damit hin? Ja, also einmal hier an den Turm und einmal an die andere Seite, sodass du halt ganz schnell auf der Map hin und her schnell reisen kannst quasi. Aber nicht vom Turm fallen! Mann, ey. Nee, Christian, da sterbe ich. Einfach vom Turm gefallen. Ja, er hat einfach irgendwo oben das Portal hingemacht und ist da runter. Da liegt eine Mine oder sowas. Oh, warte mal, da muss halt ja der eine gewesen sein, der hier rübergekommen ist. Ja, der kann, durch den Untergrund kann der wieder woanders hin. Aber kein Problem, wir haben die Portal gegangen. Wer war das denn, der hier uns bumsen wollte? Wo sind denn die ganzen Menschen? Hallo. Sven, hast du die Mine gelegt? Jay sitzt auch noch da oben. Jetzt ist das kaputt gegangen. Nee, hab ich nicht, tatsächlich. Jetzt ist das kaputt gegangen, wollte ich sagen. Ich hab sie abgeschossen. Nice. Das geht. Geil, oder? So, jetzt ist das Portal safe. Also Traitor können das. Ja, mach du mal. Das Problem ist nur, jetzt kann ja einer hier auch hinkommen. Also, ja, aber du kannst halt schnell, wenn du hier angeschossen wirst, kannst du halt schnell... Aua! Oh Gott, nein, ich hab mich erschrocken! Oh, Jay ist tot. Oh, Alter, es ist ein Turm gefallen. Was ist denn mit Jay passiert? Runtergefallen? Jules, was hast du mit Jay gemacht? Du bist so still. Du läufst da oben rum. Aber... Jules hat ihn runtergeworfen. Jay ist gestorben. Ich weiß nicht, ich weiß... Töte ihn. Ich weiß nicht, wo ihr seid, ihr Idioten. Töte ihn. Oh, Jules. Weiß ich nicht, Digga. Hat Jules das Christian getötet? Ey, nicht auf mich, ich schieß auf Jules. Achso. Peter sitzt da in seinem Turm und schießt schon wieder auf mich. The fuck? Peter sitzt im Turm, er schießt schon auf mich. Ich weiß ja, Turm? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Arg versehen, ich dachte, du bist Peter. Peter sitzt im Turm. In welchem Turm? Gott. Nicht in dem hier. Oh nö! So, in einem anderen Turm. Ich dachte, das wäre der Turm. Ich passiert viel zu viel Scheiße. Boah, der Wurf! Die haben uns das weggemacht, Sven. Da sind die Promos. Was denn weggemacht? Ja, unser Teleport. Ja, ist doch egal, wir können trotzdem hier langlaufen. Nee, ich wollte ja rüber. Nee, da. Wo ist denn jetzt mein Dämon hin? Theoretisch können wir hier rüberlaufen. Ach, der ist runtergefallen. Wo ist denn überhaupt. Oh Gott! Da ist Jules, da ist Peter drin! Wer schießt denn auf? Oh Gott! Hör mal auf, mich zu schießen! Ich bin tot. Oh. Er ist einfach am Druck untergegangen und gestorben. Scheiße.
freiwillig die Treppe runter. Ach, Jules war ein Traitor? Nein. Wohl? Ja, okay. Peter, schade für deinen Kollegen. Wie kann okay. das passieren, Alter? Ich bin verwirrt. Nice. Okay, Sven. Müssen wir noch Peter finden. Ja, Peter ist der andere. Weißt du, aber mittlerweile nicht mehr, wo der hin ist. Wo ist Peter? Ich bin mir unsicher. Oh, irgendwo. Oh, Peter. Peter ist mit der Portal Gun. Oh mein Was Gott. Was passiert denn hier? Hast du die Portal Gun benutzt? Ich hab die extra irgendwo hingesetzt. Also. Peter springt einfach ins Wasser. Sehr gut. Mach das nie wieder, Peter. Das war tatsächlich bei Ola. Oh boy. Ey, ah, fuck, ey. Der ist aufgegangen. Dann hab ich als Detective ja passiv gesehen einige gekillt. Ja, das stimmt. Ich fand geil, wie Peter und ich jetzt zweimal zusammen Trader waren in dieser Runde insgesamt und beide mal einfach richtig reingeschissen haben. Ja, das passiert dem Besten. Wie bist du da eigentlich runtergefallen? Ja, die hatte einfach noch 3 HP und ist einfach richtig abgebogen. Keine Ahnung, wieso. Ich hab gepanikt, weil ich mein Leben verloren habe. Ja, 3 Schritte, das Geile ist auch, da ist Peter drin in dem Turm. Ach ja, oh nein, Peter, Peter schießt das auf den Boden und Jules hätte einfach 2 Schritte weiterlaufen müssen, wäre die Treppe gewesen. Aber es hat sich einfach Fuck the shit, I'm out. Ja, das musste ja echt wirken. Oh Gott, war dann leider zu, ey. Da ist noch ein Bierkrug. Bram? Ja? Komm mal hoch in den Turm, wo man durchs Fenster auf diesen Balken springen kann. Ja. Dann sieht dich das, Moment, nee. Moment, ach, wirklich. Und das da? Ne, das ist Jay. Okay, aber wenn Jay dich sieht, dann... Ja, er meint den Turm, wo du jetzt dran bist. Moment, in deine Ecke. Nein, da, wo Hallo? Du dran bist. Hallo, Christian. Ach so, den sogar. Ja, moin. Ja. Okay, ich glaube, ich habe gerade eine Handcrack gehört oder so, oder? Mein Leben, ey. Okay, Peter, toll. Jetzt mal runterspringen. Okay, da will er ist auch hier unten. Da ist er. Ja, ich bin zum ersten Mal zum Keller. Wo bin ich gerade entgegengekommen? Chris? Nee, Entschuldigung. Chris, Entschuldigung. Fibern? Ich bin so gut, ich hab doch seinen Schuss gehört. Sven hat gerade Bram und Peter gekillt. Alter, ich glaube, das ist ja der räudigste Move des Tages gewesen. Die einfach gesagt hat, komm mal nach oben und dann killt er die einfach. Was ist das denn, Sven? Wo denn? Die haben meine Kiste geguckt. Oh, im mittleren fucking Turm. Dann ist ja Jules oder Sepp der andere, oder? Komm, nicht zu mir, Jules. Oder du, Christian. Wer? Jules, pfui. Kommst da nicht rüber. Ich dachte, du wärst Sven. Nein! Wo ist Sven denn? Ja, da in dem Turm! Aber verstehe ich, Christian. Ach, in dem Turm! Ja! So, da kam ich gerade her. Das ist Jay. Let's fuck him. Warte, ich komm schnell. Christian hat nur eine Pistole. Der könnte. Christian hat nur eine Pistole. Von welchen Turm meinst du aus deiner Sicht aus? Der mittlere. Der mit der Berg. Auf jeden Fall Sven, der hat auf mich geschossen. Ach, wirklich? Ja. Ach so! Ey, ihr Ficker! Ja, wer hat denn jetzt Jay umgebracht? Ja, das ist ja jetzt auch belastend hier an der Stelle. Hat mein Diskombulator was gemacht? Oh, hab ich Sven gekillt damit? Nice. Nein! Oh, Sepp ist der andere Traitor, ups. Warum schmeißt du mal einen Diskombulator hier rein, wenn ich gerade Sven gemacht habe? Schade. Ja, hier sind ein paar viele Leichen. Achso, Peter ist hier auch. Und ich hab Jules gefunden. Ich glaube, Jay ist da hinten. Da ist, wo Sepp ist. Ja. Ich stimme so auf die Dance with somebody, dance with somebody. Christian. Ja. Ja. Christian ist gut mit Was dem heißt, Revolver. Ey, du bist... Oh. Wir haben Dance. Ah, wenigstens den auch getroffen.
Was für eine witzige Runde. TNT war das heute wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.